Willkommen zurück zu Borderlands The Pre-Sequel. Das letzte Mal haben wir Felicity besiegt und zu unserer Kampf-AI gemacht und die Constructor-Bots erstellt. Und sind jetzt in Jacks Büro. Und ich muss meine Maus noch umstellen, so. Oh mein Gott, das Grinsen. Und gehen jetzt erstmal nach Concordia, um nach weiteren Nebenquests zu schauen. Ist ja klar. Wir haben eine neue Story-Mission geschafft. Ist hier irgendwas Besonderes? Nee, keine Ausrufezeichen. Interessant. Ich meine, wir haben noch welche. Wir könnten noch welche erfüllen. Was haben wir denn im Inventar? Nichts, was ich irgendwie gerade zu Grinder-Material verarbeiten möchte. Deswegen kann ich das einfach verkaufen. Und natürlich wieder der Vorteil, ich habe gerade kein Money's Power. Damit kann ich jetzt einkaufen, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Welchen Level hat er Ausrüstung? Level 16. Das könnte tatsächlich stärker sein als Zeugs, was wir haben. Zum Beispiel hier die Granaten. Ich meine, wir haben eine... Gut, okay. Eine Shock Kiss of Death. Die heilt uns, glaube ich, und erzeugt eben Kindgranaten. Das machen die hier nicht. Behalte ich mal die Moxie-Granate. Da ist mal wieder ein... Exakte Kopie von dem Auskit, was wir eh schon haben. Das finde ich jedes Mal interessant. Hier, neue Sniper Rifle, schwächer als unsere. Neue Sniper Rifle, schwächer als unsere, weil das alles Mali-1 ist. Mali-1 ist nicht so stark. Dahl. Ich bin schon so ein bisschen am Schauen wegen anderen Waffentypen als Hyperion, wobei der Hyperion-Bonus natürlich das Beste ist. Aber wir haben ja auch noch andere Waffentypen. So, was wir jetzt mal machen wollen, ist... Nurse Nina! Nurse Nina is looking for love! Nurse Nina wants to find mate! So we go help Nurse Nina! And bring flowers and chocolate praline! Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Dialekt war, aber egal. Was haben wir hier noch an Quest? Da war noch eine undiscovered. Hier ist Pop Racing, Recruitment Drive und The Voyage of Captain Chef. Also irgendein Koch. Den schauen wir uns dann auch noch an. Aber jetzt erstmal ein Fahrzeug holen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ich wäre jetzt zu Fuß losgerannt. Oh ja, Cobalt Cold ist gut. Und ab die Post. Ich weiß nicht, ob es hier ist wie in Borderlands... Ah, falscher Knopf. Borderlands 2, dass man auf dem Fahrzeug weniger Erfahrung bekommt. Ich glaube, ich habe es mal behauptet, aber ich bin mir echt nicht sicher. Ich fahre in die falsche Richtung. Dann eben doch hier, Feuer. Sugarath of Ice, stirb einfach. Ups, das war das Prisma. Da ist ein Turm. Darf auch noch sterben. Und hinter mir ist nochmal ein Sugarath. Vor mir. Da ist ein Sugarath. Noch lebt er. Jetzt ist er auch tot. Und da ist der nächste. Muss aufpassen, ich war gerade sehr nah an der Kante. Das hätte auch anders enden können. Okay, jetzt mal schauen, ob wir das Geld einsammeln können. Ach Mist, keine Munition gekauft. Hier, runter, 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 runter. Ach nö, ich kann nicht tiefer fallen als diese Höhe. Also nicht aus dem Stand. Und damit, ja, brauche ich auch kein Geld einsammeln letztes Mal. Dann machen wir hier das Sauerstoff an und schauen, was Nurse Nina denn für einen Suter ausgesucht hat als erstes. Find Suter Number One. Yes. Wahrscheinlich innen drin. Hust, hust. Nice and fizz. Give chocolates and flowers. What do you want? Okay. Ach, da hinten. Ich dachte gerade, was? Wer ist da? Ich habe doch noch gar niemanden gesehen. Lass mal mit Munition eindecken, weil wir keine Munition gekauft haben. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben einige jetzt schon wieder. Meathead. These are from Nurse Nina. If you can believe it. Little Nurse Nina? Why, I had no idea. Am I blushing? I'm blushing, aren't I?
Tell Nina I'll look her up the next time I'm in town. Now you kill him with ice. See how hot his love run. What? Not if I kill first. Kill with ice? Ich hab keine Eiswaffe. Ich hab Blitz. He pretty boy, but too weak. Nina forgot to say, you test futures too, yes? They tough enough to handle Nina's love, they survive. Now go fetch Hutter number two. Don't forget garden flowers. Okay, ach Mist, wir müssen das Geschenk noch einsammeln. Aber erstmal ein paar Gegner hier töten. Mit bisschen stärkerer Firepower. Okay, also Nina möchte das auch. Wir, die sind das alle testen auf ihre Stärke. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil da wird niemand übrig bleiben. Ich meine, wir sind World Hunter. Wir sind Check. Da bleibt niemand am Leben. Check besiegt alle oder so. Sind wir Check? Ja, natürlich sind wir Check. Wir sind nicht Timothy. Natürlich sind wir nicht Timothy. Wir sind Check. Haben wir das letzte Mal erfahren. Ach, das ist ein Badass. Kein Wunder, kriegt er so wenig Schaden. Ja, okay, den Badass haben wir noch. Der Raider stirbt als nächstes. Aua! Aua, was ein Schaden. Kommt der ganze Schaden her? Das war ein sehr kurzer Fight for my life. Es ist relativ gefährlich hier so rumzurennen. Aber die töten wir auch alle mit der Zeit. Brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber wir schaffen das auch. Ah, jetzt erstmal ein bisschen Geld einsammeln. Das ist natürlich ein Vorteil davon, Gegner zu töten. Wir dürfen ein paar Check-Sprüche hören zum Thema, wie es ist, Geld zu sammeln. Die wir schon so oft gehört haben, aber trotzdem immer wieder geil sind, weil die erhöhen unseren Schaden und das freut einen, wenn man das hört. Ach ja, und ich glaube, ich darf gleich mal wieder meine von der Kamera das Ladekabel suchen und einstecken, weil der Akku hat noch einen Strich und ich weiß nicht, wie lange der hält. Na, vielleicht reicht es dem Part noch, dann mache ich es zwischen den Parts. Natürlich wäre es besser. Jetzt lass mich da hoch. Danke. Kann ich jetzt nämlich da rüber und dann kann ich das noch das Geld einsammeln, was da oben liegt. Alle hopp und zack. Und landen. Und rüber und. Jetzt gehen wir mal. Ah, Suter 2 hat zwei Pfeile. Das heißt, der ist in einem anderen Gebiet. Ja. Und zwar. Outlands Canyon irgendwo. Am A der Welt. Aber da wir ja eh unser Fahrzeug verloren haben und zu Fuß unterwegs sind, suchen wir jetzt ja eh die nächste Fahrzeugstation. Das ist aber zufälligerweise auch die Quick Travel Station, also nutzen wir dann die Quick Travel Station, um weiterzukommen und müssen uns nicht darum Gedanken machen, wie wir ein neues Fahrzeug finden und benutzen. Aber wir können auch ein bisschen Geld einsammeln, das ist immer gut, das wissen wir ja. Und jetzt sind wir auch nah genug auf dem Boden, um das einzusammeln. Ich fände es einen interessanten Effekt in einem Spiel, wenn die Sauerstoffmenge, die man verliert, beim Rennen schneller runtergehen würde als beim normalen Laufen. So ausdauermäßig rennen, weil man hört ja Jack die ganze Zeit atmen, ne? Aber ich glaube, so ein Feature haben sie nicht eingebaut, weil das wäre auch nervig, weil dann würde man nicht mehr rennen, sondern nur noch gehen. Wenn man länger unterwegs, dann wird man genervt vom Spiel, weil man nicht rennen kann ohne Verlust, bla bla. Geld! Oh, I just came in some money. Geld! Und der Outlands Canyon. Da haben wir, glaube ich, auch noch eine Quest, die Boomshakalaka. Die haben wir auch noch nicht gemacht. Also machen wir erstmal das. Nina. Ist gut, yes. Find next Suter. Unser Leben sieht nicht so gut aus. Wir bräuchten ein paar Lebenspunkte. Ach, hier waren ja noch. Hier sollten ja eigentlich noch ein paar Nisha Ecologs sein, ne? Eins hatten wir. Aber nur eins. Die anderen sind, keine Ahnung, aber die müssten hier in dem Bereich sein. One day, my dog got bit by a frenzy crutch hiding in the tall grass. Eyes went red, lips went blue. Acted normal otherwise, though.
I thought maybe she was immune. Maybe I caught a break. Jetzt kann ich mir welche wir schon hatten. Aber auf jeden Fall haben wir zu wenig, um den Badass Rank zu kriegen, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, soweit ich weiß. Weiß ich es jetzt oder nicht? Na egal. What the Badass? Plötzlich steht ein Badass vor mir. So, das war irgendwie ein Luftkill-Challenge. Das war ein SMG-Headshot-Challenge. Da ist ein neuer Skin, den wir noch nicht haben. Oh, Level 4, grüne, dass wir genug grüne Items eingesammelt haben, das ist auch eine ganz schöne Sache, muss man ja echt sagen. Der Snuckle-Buddy. Bucky. Oh, Snuckly. So, wo bist du, Suter? Da unten? Nee. Ach, da steht er. Drogo. He look powerful. Drongo. Give gifts. Hope no blood on them. Ich will nicht gegen einen Outlaw kämpfen. These are from Nurse Nina. If you wanna take that risk. From Nina? Lost count of the number of times she patched me up. Was eine Stimme. I always hoped and dreamed, but I never expected. Now kill him. Use acid weapon. Testosterone loves skinnies. Haben wir Acid? Haben wir Acid dabei? Feuer, 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 Feuer. Explosion. Schock. Ne. Das eben so. Nina is disappoint. Road of true love not run smooth. It more like dirt track covered in huge rocks. You're tough. You kill first two suitors. Maybe Nina needs someone like you. Yes? No, Nina keeps same plan. Find suitor number three. Don't forget garden flowers. They much money. Ja, ich nehme gleich die Geschenke mit, aber ich habe mich jetzt erstmal wehren müssen, weil der Gegner war. Das sind noch eine Menge Gegner. Oh, da ist ein Dahlfighter. Ich muss mich mal wieder ein bisschen verstecken. Der Raider darf Headshot sterben. Jetzt machen wir mal ein bisschen... Kamikaze. Ah, jetzt wollte ich gerade meine SMG rausholen und den extra Explosivschaden machen. Dann halt nicht. Da oben steht noch einer, die sind ein bisschen weit weg da hinten. Der läuft jetzt in einen scheiß Winkel, wo ich ihn nicht treffen kann. Außer ich hüpfe und mache einen Airshot. Da ist noch einer. Wer ist hier ugly? Ich bin Jack, ich bin nicht hässlich. Mann, 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 merkt ihr sowas doch. Ich Jack, ich nicht hässlich. Jack, nicht hässlich. Ach, der Dahlfight. Dass der Dahlfighter natürlich noch lebt, das ist klar. Und wir können schon wieder unsere Jacks rausholen. Ah, der Explosivschaden war sehr gut. It wasn't mine anyway. Ja, ich habe genug Feuerzeuge vom Himmel geholt wahrscheinlich. So, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Ich kann nicht in die Karte, weil ich im Sprung bin. Jetzt aber. Und der letzte... Ach, ich muss noch das Gift mitnehmen, klar. Das hätte ich jetzt fast nochmal vergessen. So, einmal anschießen. Bisschen warten, bis die Interest aufgebaut hat. Verstecken, ja, so ein bisschen. Und ums. Ja, mit der richtigen Taktik braucht man eigentlich, also mit so den Skills braucht man eigentlich kaum Munition. So, Suitor Number 3 ist auch nochmal vor Ort. Er ist bei Boom Shakalaka in der Nähe. Ist jetzt nicht so dumm, dann können wir vielleicht Boom Shakalaka noch machen. Da ist ein Torque, das ist schon ein bisschen dümmer. Erstmal Sauerstoff aktivieren.
Und dann ab die Post. Alter, schleuder mich doch nicht so weg. Hier, friss Granate. Ja, die lässt tatsächlich Heilungspakete erscheinen. Ich habe doch richtig gedacht. Die sind Level 10. Ah ja, okay. Liegt hier noch irgendwo ein Shield-Booster? Ja, da liegt ein Shield-Booster. Sehr praktisch, diese Teile, weil dann kann man sich direkt wieder ein bisschen auffüllen. So. Wusste ich doch, da ist was geflogen. Tesla. Oh ja, da haben wir noch einige Sachen, die wir so mitnehmen können. Nochmal was. So, weiter geht's. Ah, was sagt die Uhr? Okay, passt. Links rum, rechts rum, rechts rum. Erstmal aber Torkill lassen. Ich glaube, das waren irgendwie nur zwei Torq. Normalerweise kommen die in größeren Armeen. Normalerweise lohnen sich die Checks mehr. Okay, wir sind gleich in der Nähe vom letzten Suter. Immer dieser Versuch, den Dialekt nachzumachen. Ich kann das einfach nicht. Ruski-Akzent? Ich kann nicht. Vor allem nicht in Englisch. Andere Dialekte könnte ich ja besser. Aua. Badass Gav stirbt einfach. Normaler Scav stirbt natürlich auch. Raider. Scav. Alles stirbt, alles tot. Ja, ich weiß, dass Money Power ist. Ich habe ja den Skill schließlich ausgewählt. So. Und diese Schildbooster können echt praktisch sein, wenn sie im richtigen Moment fallen, beziehungsweise wenn man es schafft, sie im richtigen Moment einzusammeln. Hier will ich eigentlich nicht mich zu lange aufhalten, weil das sind ein paar viele Kämpfe. Deswegen... Ah, zu kurz. Ich wollte mit mehr Geschwindigkeit starten. Renne ich jetzt durch und schau mal, ob ich den Suitor direkt irgendwie finde. Weil das Gebiet ist groß, wo er sein kann. Und ich glaube, er ist da innen drin irgendwo. Also muss ich da außen rum. Muss ich außen rum? Ja, vermutlich. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Nicht hinter die Wand. Die ist dumm. Gehen wir mal dahin und nehmen dieses Jump Pad. Und fliegen davor. Wenn wir beschossen werden von allen Seiten. Und da ist noch ein Jetfighter. Und da war ein Jetfighter. Das sind seine Minen. Die stören mich jetzt doch ein bisschen. Ach, der ist ja Badass. Deswegen hat er so lange überlebt. Und noch so ein Badass. Deswegen kriege ich so viel Schaden. Ich hätte noch meine Checks beschwören sollen, aber der hat Interest. Groß. Habe ich da Granaten noch? Ich weiß es nicht. Aber selbst wenn... ist ja noch ein Badass Hitscaf. Alter, was sind hier für Badasses? Und was sind hier damit für Drops auch wieder? Okay, das war ein neuer Schildbooster und ein neuer Badass. Das war jetzt der vierte Badass in kürzester Zeit oder so. Laser. Und bam. Moonstone. Nee, brauche ich mir jetzt nicht. Auch nicht, wenn es ein Chunk war. Vielleicht kommen wir nochmal vorbei. Vielleicht denke ich ja noch dran. Ich glaube es eher selbst nicht, aber egal. Ist er da drin vielleicht? Das sieht nach einer guten Stelle aus, wo der versteckt sein könnte. Ja. Das ist er. See his hands? Strong! Good! Give gifts! I know you, don't I? I do something for you? Erstmal Truhe plündern. Muni, Muni. Geld, Geld, Geld. Nurse Nina, eh?
Well, tell her that's very sweet and all, but I'm not interested. What? He reject Nina's love? Kill him with fire! Oh, so fire, 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 Firehammer. Und zwar... Nimm einen Laser. Burns in my angry! Ha! I won't go down easy. Der Laser ist schön, das ist eine, das ist eher so Railgun. Hey, stop! You don't hurt him anymore! He's too handsome and strong, and his voice makes me weak at knees. Oh Gott. Nina, you've always been the girl for me. Das wollte ich gerade gar nicht wissen. Strong and just the right amount of psychotic. I just had to know you were serious, and nothing says commitment like an attempted assassination. You come to Nina. She fix you. I'll be there in a flash, darling. Look at me go! Warum sind hier plötzlich Gegner im Weg? Okay, das war jetzt auch sehr interessant. Der wollte erstmal nicht mit Nina und ist dann doch jetzt der Richtige, weil er sie auch herausgefordert hat. Das muss Liebe sein oder so. Die Quick Travel Station war da hinten am Arsch der Welt. Ich nehme mal die Tür hier. Ich glaube, das war da ein bisschen näher. Boom Shakalaka könnten wir ja machen. This is gonna be epic. People will sing songs about this slam a jam. The kid's got spirit, but it'll be all for nothing if he can't find a ball. So, können wir mal in die Abandoned Training Facility, die wir noch nicht kannten. Ne, die kannten wir noch nicht. Ah, das ist, ich glaube, der Vorbestellerbonus. Doch, das könnte der Vorbestellerbonus sein. Diese Quest hier. Ja, Slaughter. Eine Slaughter Pit. Damit könnte man einen Kampf ausüben, ausführen, austragen, der über 5 Runden geht. Und jede. Also, wo man 5-mal starten kann. Und jedes Mal hat man 5 Runden. So muss man es eigentlich sagen. Und. Ja, die werden immer schwerer und schwerer. Und am Ende gibt es eben Geld als Belohnung und Erfahrungspunkte. Und was eben gerade an Drops fällt. Immer noch, ich weiß. Und ja, was wollte ich sagen eigentlich? Genau, diese Slaughter Pits, diese Arenen. Ich habe es in Borderlands 2 relativ gern gemacht. Waffengattung. Je nach Klasse, die man gespielt hat. Die können nämlich sehr nervig sein, wenn man die falschen Action-Skills hat oder falsch ausgerüstet ist und einfach nicht gegen Massenkampf ankommen kann. Aber wenn man dagegen ankommen kann, oh, herr, macht es Spaß und wie gesagt, man kriegt auch einiges an Drops zusammen, wenn es richtig gut läuft. Ja, wir müssen jetzt aber einmal um den Block laufen, um zu unserem Tor zu kommen. Ich möchte doch eigentlich nur zurück in die Hauptstadt noch die Quest abgeben und dann den Part beenden. Dann kriegen wir hoffentlich Level 19. Ich weiß nicht, ob die Erfahrungspunkte reichen, aber das sehen wir dann. Und noch mehr Gegner und noch mehr Gegner und noch mehr Gegner. Hi, den habe ich sogar noch erwischt. Und da steckt man wieder in einem Boden. Und jetzt ist er tot. Der ist in den Boden reingeglitscht und dann gestorben im Boden, weil er wahrscheinlich in irgendeinem Abgrund gelandet ist, der mich auch getötet hätte. Hätte ich ihn berührt. So, genug Gegner gekillt. Jetzt laufen wir mal tatsächlich wieder hier zurück. Und haben dann vielleicht auch gleich eine Quick Travel Station im Eck. Ums Eck, mit der wir dann schneller wieder zurückkommen. Triton Flats zu... Oh Gott, war das hier zu Pickle? Ja, hier ist die Sprungplattform, über die wir zurück müssen. Das ist natürlich jetzt der blödeste Ort, um zurückzukommen. Weil diesen Sprung schaffe ich ja manchmal nicht. Den schaffe ich ja nicht mal, wenn ich Zeit habe, mich vorzubereiten.
Naja, schauen wir mal. Der Knopf und Attacke. Ach, der ist... Okay, die Plattform war relativ weit unten. Gut, dann ging es ja noch. Dafür sind wir jetzt relativ nah an der Station. Wir dürfen bloß unseren Stingray nicht verlieren. Cryowine berührt, macht nichts. Das war schon so. Das macht nichts, dass da Kratzer im Lack sind. Das war schon so. Ist nicht meins, ist nicht meins. Coming through, coming through. Wo will er hin? Ich habe gerade ausgesteuert. Und ein bisschen links, aber nicht so arg. Und absteigen. In Mid-Air. Dahinter will ich. Flieg und rüber. Und Concordia. Ab zu Nurse Nina. Ich finde ja persönlich Z besser, aber man kann nicht alles haben. Haben wir eigentlich in der Zwischenzeit das Gesetz gebrochen? Ich weiß es nicht. So. Surely there is an inspiring lesson to be learned here, right? Nina, thank Vault Hunter. Maybe you'll find someone special one day and almost kill them. Das Schöne ist, der hängt hier. Vault Hunter, thanks again for bringing me and Nina together. I've never been so happy. Once my injuries heal, we're gonna take things up a notch and get really serious. Can't wait. Sure, whatever. Different strokes and all that. Ja. Häng schön ab. Irgendwann wird's was. Hab ich jetzt aus Versehen Caps Lock angeschaltet? Ne, hatte ich nicht. Okay. Bisschen Geld einsammeln und dann beende ich, wie gesagt, den Part. Ich find's schön, dass wir eine Nebenquest geschafft haben. Aber zum Level hat es nicht gereicht und auch kaum Erfahrung gegeben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und tschüss.